Eins schläft schon ein. Also, ich habe jetzt insgesamt 8 Zettel. Diese ganzen Todsünde und dann dieser Hammer Gottes. Tim? Hat jemand eine Idee, was uns dieser Freak damit sagen will? Shadow hat immer eine Idee. Bisher weiß ich lediglich, dass dieser Typ verurteilt und weggesperrt wurde. Und dass er in seiner Zelle gestorben ist. Oh. Aber was hat ein religiöser Spinner aus den 70ern mit uns zu tun? Woran ist er denn gestorben? Ich glaube, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Oh Mensch, was eine Überraschung. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas anderes. Tim, Leute, wir sind jetzt angekommen. Scheint ein verlassener Gebäudekomplex zu sein. Das Gelände ist riesig. Wir haben keine Ahnung, wie wir Lucy hier finden sollen. Valentin? Ihr schafft das, Tim. Roxy? Seid bitte vorsichtig. Valentin wieder. Und pass bitte gut auf Anna auf. Alles klar, wir melden uns, sobald es etwas Neues gibt. Oh, Leute, ich werde nicht hacken. Ich muss die Session beenden, ich brauche mal ein Päuschen. Dürfte aber nicht mehr so lange gehen, glaube ich. Ich glaube, die ganze Episode geht nicht mehr so lange. Winnie! Leute, seid ihr da? Mm-mm. Ihr werdet es nicht glauben. Maya muss schon eine ganze Weile im Raum gestanden haben und... Sie hat gesprochen. Was? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Heißt das, sie ist wieder normal? Was hat sie gesagt? Erstmal abwarten, was sie gesagt hat. Es war ganz seltsam. Dieses Puppenvideo, welches du uns eben geschickt hattest, Sebastian. Dieses Profilbild, ey. Maya muss es gehört haben, als ich es mir angeschaut habe. Das hat sie anscheinend zu mir ins Zimmer gelockt. Ich will das Bild nochmal richtig sehen. Das ist eigentlich ihr richtiges Profilbild. Ich habe es dann nochmal abgespielt, um sicher zu gehen, und plötzlich blickte Maya auf. Erst starrte sie mich nur an. Sie schien diese geisteskranke Stimme zu kennen. Okay. Und dann fing sie plötzlich an zu weinen. Interessant. Und hört euch das an. Oh, Fehler. Rechtschreibfehler. Und hört euch an das an. Ein An zu viel. Okay, ich drücke Play. Okay, so hat sie ein bisschen leise gesprochen, weiß nicht, ob ihr das versteht. Sie sagt euch auch Eckstein, alles muss versteckt sein, so wie der gute Charlie wird er ja nicht Charlie, sondern Charlie, in diesem Gruselvideo. Ich spiel's trotzdem mal ab. Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein. Okay. Zoe, oh mein Gott, dann hat dieser Puppenfreak ihr das angetan. Ja, es ist genau wie in dem Video. Oh, jetzt können wir das Video nochmal sehen. Das finde ich bisher das creepigste Video, glaube ich. Das gruseligste von allen. Irgendwie hat das was. Ich spiele es deswegen auch nochmal ab. Eckstein. Alles muss verstecken. Ah, es leckt ein bisschen, weil die im Hintergrund, glaube ich, schreiben. Ah, das ist echt schon gut gemacht. Das ist schon richtig cool gemacht. Das ist alles so verrückt. Ich hoffe so sehr, dass wir bald herausfinden, was er meiner Schwester angetan hat. Und schaut euch das mal an. Ira. War es nicht eins von diesen Wörtern gerade? Auf jeden Fall wurde ihr irgendwie der Mund zugenäht. Interessant.
Das war kurz nachdem Maya dieses Video gehört hatte. Sie setzte sich plötzlich an ihren Schreibtisch und fing an zu zeichnen. Es tut mir leid, ich muss sofort wieder zu ihr. Vielleicht wacht sie aus diesem Albtraum endlich auf. Ja, dann tschüss. Zoe? Halt uns bitte unbedingt auf dem Laufenden und gib Bescheid, sollte sich ihr Zustand ändern. Und Sebastian, du darfst diesen J.K. Knight nicht an dich ranlassen. Was auch immer er Maya angetan hat, er wird das vielleicht wieder tun. Da hast du nicht ganz unrecht. Oh, Tim. Let's go. Verdammt, Leute. Hier finden wir Lucy nie. Der Komplex ist riesig. Was? Was sagt Anna im Hintergrund? Tim, endlich! Valentin? Leute, das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Hier finden wir Lucy niemals. Das hast du im Video schon gesagt. Verdammt, was machen wir jetzt? Sagt Julius. Das soll helfen. Was ist das denn jetzt, Sebastian? Ich muss irgendwie lachen, wenn Julius immer reagiert. Roxy Ira, das stand doch auf einem der Zettel in den Eiern gerade. Das könnte mit unserem Fall zusammenhängen. Sagt euch denn die Zeichnung irgendwas? Genau, Roxy, das kann doch kein Zufall sein. Valentin? Woher hast du das, Sebastian? Julius? Da kommt er wieder. Wieder eine geheime Botschaft von Shadow? Hör doch mal auf, immer alles zu hinterfragen, Junge. Julius, auch wenn du mir nicht traust, ich versuche nur zu helfen. Anna? Moment mal. Diese Frau mit dem zugenähten Mund, ich kenne dieses Bild. Valentin? Was? Tim? Ja, Anna hat recht. Wir sind vorhin an genau diesem Bild vorbeigelaufen. Oh, okay, cool. Julius? Ihr verarscht uns? Nein, es war an eine Wand gemalt. Tim, ganz in der Nähe. Bernd, dann geht doch schnell hin da. Hört auf zu schreiben. Es könnte sich dabei um einen Hinweis handeln. Ach was, das hast du. Ja, echt, da hast du ja. Ach, mir richtiger Sherlock. Wir gehen dahin zurück. Und Sebastian, dann erklärst du uns, wie du an dieses Bild gekommen bist. Sei doch froh. Julius, auf die Erklärung bin ich gespannt. Julius, wir müssen reden. Sofort. Junge, Junge, Junge. Ich ahne schon, was jetzt kommt. Jetzt, dein Ernst, höflich wie immer, so schon mal gar nicht. Ich ahne, was kommt. Rück endlich raus mit der Wahrheit. Julius, das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt. Was genau meinst du? Ja, Bullshit. Du scheinst ja nebenbei genug Zeit für andere Dinge zu haben. Dein toller Hackerfreund und die ganzen Hinweise aus dem Nichts. Erst dieser Spruch, den du angeblich an Roxy weiterleiten solltest. Und jetzt dieses gemalte Frauenbild. Als ob dir die Hinweise nur so zufliegen. Auch wenn die anderen offensichtlich einfach alles hinnehmen. Du kannst mich nicht für dumm verkaufen. Was genau willst du von mir? Es ist komplizierter, als du denkst. Ich erkläre euch alles in Ruhe, wenn wir Lucy befreit haben. Hör zu, Sebastian.
Ich weiß, dass du mehr weißt, als du zugibst. Eins verspreche ich dir. Ich behalte dich und deinen Hackerfreund im Auge. Und solltet ihr irgendetwas mit dieser ganzen Sache zu tun haben, Gnade euch Gott. Und Tim ruft wieder an. Seht ihr, Leute? Hier ist das Bild. Dafür machst du einen Videoanruf. Okay. Das sieht doch wirklich genau gleich aus, oder? Ja. Ich komm da gar nicht mehr hin gerade. Ach so. Tatsächlich genauso wie auf der Zeichnung, das kann man wohl sagen, gruselig. Und ist da irgendwas, was uns weiterhilft? Wartet, hier ist eine Tür. Moment. Fürchte, die Episode ist wirklich bald vorbei. Also die ganze Episode 2. Sie lässt sich öffnen. Hier geht's ins Innere des Gebäudes. Wir schauen uns das mal an. Wir melden uns gleich zurück. Ach ja. Vinny, Sebastian, gibt es schon was Neues bei euch? Zoe? Ihr werdet es nicht glauben, Mayas Zeichnungen waren ein weiterer Hinweis. Vinny hat Maya noch mehr gezeichnet. Wirklich? Hinweis worauf? Das haben Anna und Tim auf dem Gelände gesehen, auf dem sie nach Lucy suchen. Aber wie ist das nur möglich? Und die Zeichnung hat ihnen gezeigt, wo sie lang müssen? Lass mich doch mal ausreden. Ja, woher weißt du das? Das hoffen wir zumindest. Woher weißt du das, können wir antworten. Bei Zoe bin ich immer noch ein bisschen stutzig, muss ich zugeben. Maya muss diesen Ort kennen. Sie weicht aus. Hey Vinny, schau dir das mal an. Irgendwie ist sie dem ausgewichen, ne? Unsere Frage, woher weißt du das? Bin gerade dabei. Das sieht wirklich genauso aus wie die Frau auf Mayas Bild. Leider hat sie, nachdem ich euch geschrieben hatte, nichts mehr gezeichnet. Gesagt hat sie auch nichts mehr. Sie ist nur ganz müde geworden und ich habe sie ins Bett gebracht. Jetzt ist sie neben mir eingeschlafen. Und ich hatte wirklich für einen kurzen Moment gehofft. Ich hatte so sehr gehofft, dass sie wieder sie selbst wird. Das tut mir leid, Vinny, vielleicht wird sie das ja noch. Ich bin mir sicher, dass wir Maya noch retten können. Ja, Hoffnung machen. Zoe, ich mir auch. Dass Maya einen realen Ort gezeichnet hat, gibt mir schon große Hoffnung. Sie erinnert sich scheinbar. Ich bin mir sicher, dass Dr. Quau sie damals an denselben Ort verschleppt hatte. Vielleicht erinnert sie sich ja auch noch an andere Sachen, wenn sie wieder aufwacht. Schreibt mir beide auf jeden Fall, wenn es etwas Neues gibt. Wir sind da auf einer ganz heißen Spur. Oh, der Tim ist wieder da. Schaut euch das mal an, Leute.
neben dem Bild beim Eingang, der ins Innere des Komplexes führte. Das ist ein riesiger Zellentrakt. Wenn wir jetzt jede Zelle einzeln checken, dann wird das Ewigkeiten dauern. Das müssen Hunderte sein. Toll. Wir sind jetzt in diesem Gebäude. Ich sag euch, Leute, das ist riesig. Jetzt hast du es ihm auch schon im Video gesagt. Wenn uns dieses Graffiti einen Hinweis geben sollte, war das ein verdammt schlechter. Anna, ja, das ist ein riesiger Zellentrakt. Mehrere Stockwerke, ewig lange Flure und eine unheimliche Stille. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Oh Mann, was sollen wir nur tun? Und wenn ihr euch aufteilt, verdammt, hat einer eine Idee, es ändert alles nichts, ihr müsst sie finden. Nicht aufteilen. Tim? Shit, hatte niemand eine bessere Idee? Valentin? Verdammt, und ich habe so gehofft, dass dieses schaurige Wandgemälde ein Hinweis ist. Bernd? Ich denke, es war tatsächlich ein Hinweis. Jedoch scheint dieser Dr. Quau Spaß daran zu haben, uns im Dunkeln tappen zu lassen. Je länger wir hier reden, desto mehr Zeit vergeuden wir. Dann müsst ihr das ganze Gebäude absuchen, ist euch denn nichts weiter aufgefallen? Tim. Nein, nichts. Hier ist nur dieses verdammte Gebäude. Sieht so aus, als sei ewig niemand hier gewesen. Wir machen uns auf die Suche. Ich denke, uns bleibt nichts anderes übrig. Anna. Ich mache mir solche Sorgen um Lucy. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät und sie ist okay. Ach verdammt, ich habe einfach nur Angst. Valentin, ich möchte gerade wirklich nicht in eure Haut stecken. Bernd. Und bitte seien Sie auf der Hut. Diese alten Gemäuer bergen viele Gefahren. Niemandem ist geholfen, wenn einer von ihnen sich verletzt. Bernd hat recht, passt auf, wie ihr hintretet. Bitte beeilt euch trotzdem, bleibt zusammen und achtet aufeinander. Valentin, ihr findet Lucy, ich bin sicher. Anna? Wir geben unser Bestes. Oh, Leute, ey, das ist ein Gebrabbel hier gerade, ne? Auch wenn ich total Angst habe. Kommt da gleich irgendwas Krasses oder was? Oh, Shadow. Sebastian, ich habe nachgedacht. Ja? Der alte Knast, Joshua G., diese Zeichnung. Das kann kein Zufall sein. Du hast recht, das muss irgendwie zusammenhängen. Wie meinst du das? Stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Habe ich aber auch gerade dran gedacht, so ein bisschen. Knast und dieser Typi. Das kann doch nur die Zelle sein, was sich umgebracht hat, oder? Also habe ich mal nachgeforscht, wo dieser Hammer Gottes damals eingesessen hat. Und rate, er hat in genau dem Knast gesessen, in dem Tim und Anna nach Lucy suchen. Ich habe die Koordinaten verglichen. Was, wenn dieser Psycho Lucy in der Zelle festhält, in der Joshua damals gesessen hat? Da könnte tatsächlich was dran sein. Du meinst, dieser Hinweis bei Roxy sollte uns zur richtigen Zelle führen? Shadow, du bist ein Genie. Aber auch sehr, sehr verdächtig irgendwie. Nur so ergibt es Sinn, meinst du nicht auch? Aber wie soll uns das weiterhelfen? Na klar, wir müssen die Zellennummer herausfinden. Dafür müssten wir vielleicht hacken, kann das sein? Ich werde endlich hacken müssen. Ganz genau. Und wie sollen wir das anstellen? Bei dir klingt es einfacher, als es ist. Ich habe schon etwas Vorarbeit geleistet. Jo, jetzt müssen wir hacken. Das ist die Gefängnisakte von Joshua G.
Wie zur Hölle bist du da rangekommen? Ich frag erst gar nicht, du bist echt der Geilste. Ich habe ein wenig weiter gestöbert. Und die Akte, sagen wir, aus dem alten Gefängnisarchiv entliehen. Dann solltest du die nötigen Infos finden. Wie du siehst, ist sie allerdings passwortgeschützt. Du musst sie also freihacken. Du bist der Beste, dank dir. Kein Problem, das kriege ich nicht hin. Nicht dafür. Viel Erfolg. Muss mich aber jetzt weiter um diesen J.K. Knight kümmern. Bis später, Sebastian. Okay, wir sind endlich da. Hacke die Gefangenenakte von Joshua G., um herauszufinden, wo Lucy festgehalten wird. Ja, krass. Sehr lange Session gewesen, muss ich sagen. Die war echt lange. Die hat sich gelohnt. Und jetzt haben wir wieder ein paar Level vor uns, ein paar Rätsel. Ich dachte eigentlich, wir landen jetzt echt schon, was heißt schon? Also wir landen beim Ende von Episode 2. Aber einmal hacken ist auf jeden Fall noch. Ich schätze aber mal, in der nächsten Session werden wir dann beim Ende ankommen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ein bisschen langgezogen ist das teilweise. Ne, so die einzelnen Gespräche auch ziemlich langgezogen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Ist schon saugeil, muss ich sagen. Auch der Autorenchat war wieder super. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Shadow ist ein bisschen verdächtig tatsächlich. Wir sind dadurch natürlich auch ziemlich auffällig, weil wir halt so viele Hinweise über Shadow bekommen. Wobei wir auch über J.K. Knight Hinweise bekommen haben. Ich glaube aber momentan noch, dass Shadow wirklich einfach, dass der einfach wirklich ziemlich schlau ist. Oder sie. Und ja, er sucht ja auch diese Clara, heißt sie, ne, glaube ich. Die ist ja auch entführt worden. Und natürlich tut er da alles in seiner Macht stehen, ne. Kann es natürlich auch auf die Folter spannen, ne. Vielleicht ist er sogar Clara. Vielleicht ist er ja Clara und hat irgendeinen Grund, warum er so tut, als ob sie entführt worden ist, sozusagen. Also wenn das, wenn das stimmt, dann, möchte ich bitte ein paar Lobgesänge von euch. Nein, auf jeden Fall, coole Folge, coole Session. Hat sich gelohnt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, wir finden Lucy. Ist auch ein bisschen sehr gruselig tatsächlich. Also die Videos waren schon sehr geil. Nochmal ein dickes Lob an die Autoren, an die Entwickler. Sehr, nicht nur an die Autorin, an die ganzen Entwickler. Sehr cool gemacht, vor allem dieses Video mit der Puppe und dem Eckstein, finde ich, und das Video mit der Puppe davor. Da spielt alles, da ist alles, da passt alles. Dieses, die Geräusche, die Farben, die Puppen selbst und die Stimme von dem Typen. Sehr geil gemacht. Dickes Lob. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr davon. Und ich würde sagen, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar oder ein Abo mit Glocke natürlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bzw. Aufnahmesession von The Healing wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss.